Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde SnowRunner hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar, ich werde euch heute mal sagen, wir stehen jetzt momentan hier. Ich habe schon ein paar Upgrades vorbereitet. Der ist nicht. Genau. Wir springen zum ersten zu diesem. Ich habe das DLC, ich habe den, ich glaube unter Kategorie Scouts ist er inne. Der hat nur die Originalbereifung, glaube ich, drauf. Also für den Tiefschnee ist das Ding absoluter Wahnsinn. Ist ein absoluter Wahnsinn. Und schon haben wir für den Hammer ein weiteres Upgrade geschaffen. Ich sag's euch gerade mal, also auf Eis sind die Reifen richtig scheiße. Also da rutscht's miteinander, da müsst ihr ein bisschen mit Gas spülen. Aber jetzt so hier für das unwegsame Gelände, das würde ich gerade hier sozusagen, das ist, Gott, das ist jetzt da, jetzt hat jetzt nicht so das Praktische gewesen. Lass mal schnell bergen, dann kann ich das sagen. Das wollte ich gerade sagen. Also für da ist er absolute Kacke. Wieso da geht's noch? Da ist noch nicht so viel Eis. Jetzt können wir das auf der Straße, es ist ja da schon mehr Eis, jetzt hat er da weniger Grip. Jetzt rein theoretisch brauchen wir für den jetzt hier da die Schneeketten, gell? Weiter vorne wird es ja nur schlimmer. Aber sobald dass wir hier in den Tiefschnee kommen, arbeitet das Gerät als wie ein Hase. Also ich bin da den Berg hoch. Wenn es den hab's, gell, dann schauen wir, vielleicht schafft das da auch mal, dass man es da sieht. Also ich werde ihn dann für die nächsten Upgrades auch hernehmen. Man, er ist jetzt zwar hier langsam, gell, aber er ist ein Wahnsinn. Gell. Aber ich möchte mich so jetzt lang aufhalten damit. Dann hupfen wir gleich einmal zum Freightliner, der ist da herum. Da machen wir auch noch mehr Upgrade. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ist eigentlich relativ auch ganz gut gegangen. Mit dem durch den Fluss rüber. Lassen wir jetzt auch gleich bergen. Schau da in den anderen, nimm den Auflieger, nimm den Hänger wieder hin. Ich finde das Spiel einen absoluten Hammer. Und was ich gesehen habe auf YouTube ist, aber es wird es wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt gesehen haben, man kann die Anhänger verkaufen. So, dann der nächste ist. Okay. Sind wir über den? Wir lassen uns auch gleich bergen. So, dann der nächste ist der Freightliner, der Hammer, den habe ich auch schon bereitgestellt. Den habe ich auf das Versteckte. Also man sieht das Upgrade hier jetzt, weil ich davor stehe. Das ist hier im Fluss herunten. Ich hätte versucht, durch das Flussbett so aufwärts zu fahren. Aber das ist irgendwie nicht gegangen. Also Euro einschalten war vielleicht vom Vorteil. Aber ihr seht ja, es könnt ihr ja dann, wenn ihr da selber in Alaska seid und den Hammer habt, gell. Das könnt ihr dann hier wieder zurück, wahrscheinlich auf die Straße auf.
Und wer zu tief fahren. Aber ist ja wurscht. So, dann haben wir noch einen Chevrolet. Den habe ich da herumgeparkt. Ist eigentlich auch ganz gut gegangen. Ist fährt durch nicht da jetzt hinter mir durch den Wald durch, sondern es fährt bis zur. Es kennst du da bis zu der. Bis zu dem Ding da hochfahren. Jetzt muss ich gerade schauen. Nein. Die Karten drehen. Bin da bis zu den. Bis zu der Schneisen da hochgefahren. Ja, das steht sich am Punkt her. Daher. Bin dann hier durch den Wald durch. Und bin dann hier am Rand vom See, habe ich mich eigentlich umgekrankelt. So. Das sind jetzt die Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, die möchte ich sagen, die möchte ich vorbereiten. Ich werde für die nächste Folge vielleicht auch noch so ein bisschen was vorbereiten, dass man nur mehr Upgrades holt. Dann braucht man nicht ständig mit den Erfolge hernehmen. So, schaut man hier das Licht ein. Ich hätte mit den Lastern aufgefunden können auch, gell. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie der Weg da auf geht. Weil die Upgrades, glaube ich, sucht sich jeder den passenden Weg für dieses Gerät, was er hat oder wenn er gerade zufällig in der Gegend ist. Ich bin neugierig, ob er es auch geschafft. Aber ich denke mal schon, ich bin einfach nur begeistert von dem Gerät. Ich muss gerade schauen, ich muss. Wo bist du? Ich muss nur noch mal drum auf. Jetzt wird es interessant. Ich kann mich aber nie entscheiden, mit welcher Sicht dass ich dann teilweise vor. Lastgang rein. Wir haben doch keinen Windenpunkt, glaube ich, oder? Da haben wir einen Windenpunkt. Und was mir nur aufgefallen ist, wenn sie es einen Neustart macht, sind die ganzen Spurrinder weg, die Bäume, die angerissen sind, wieder da. Also die Karten werden zurückgesetzt, plus das Fahrzeug wird aus dem Matsch teilweise ausgekippt. Auch schon aufgefallen. So, wir müssen da auf und zwar da wo die Hütten da oben ist. Das Problem, weil der Baum da davor steht. So, schauen wir mal. Aber bis jetzt packt, dass er eigentlich souverän darf. Interessant wird zuerst wieder mit dem Ding auch jetzt kommen. Wenn wir da wirklich einen Sattelauflieger da rumstehen. Da haben wir einen Anhänger stehen. Mit einer Kiste, der einen neuen Anhänger entdeckt. Ach du grüne Ding. Ich habe mir gedacht, wir hätten da einen Sattelauflieger stehen.
natürlich jetzt Kacke. Was haben wir denn? 15.000 haben wir auf dem Konto. 15.000 haben wir auf dem Konto. Da haben wir auch noch einen Tankaufflieger. Ja, ist dann gleich. Dann machen wir das so, wie ich das schon machen wollte in Russland. Wenn wir schon überlegt haben, wir kaufen uns die Folge einfach einen Tiefloader. Der hat 5 Punkte, der hat 2 Punkte, der hat 5 Punkte, der hat 4 Punkte, 37.000 Liter Reparatur. Der hat gerade 4 Punkte, der Tiefloader. Der hat 5 Punkte, der hat 3 Punkte, der kostet 7.000, der kostet 6.800 und der kostet 6.600, hat ab 5 Punkte. Der war natürlich ein Wand, gell? Aber der hat gerade 5.700 wegen 4 Punkte. Wir brauchen jetzt, wir können ja wieder kappen. Dann schauen wir mal hoch zum Ofen. Da die Song, wo es noch mit den was man mit den Container jetzt endlich da haben. Ja, dann nehme ich den falschen Knopf her. Lieferung zum Bohrplatz. Die ist gesperrt. Die ist gesperrt. Die ist auch noch gesperrt. Die ist auch noch gesperrt. Und die ist auch noch gesperrt. Okay. Das heißt, ich hab da wieder einmal ein Frachtcontainer und mittelgroße Rohre. Das waren zwei Plätze. Wir haben den. Dann probieren wir da jetzt einmal. Da müssen wir abladen. Da hinten müssen wir holen. Oder beim Hafen unten holen. Das passt eh ganz gut. Wir sind auf dem Weg zum Hafen. Haben unseren Tieflader dabei. Zwei Punkte. Machen wir die Lieferung zum Bohrplatz. Aber zumindest haben wir schon mal die Upgrades, einen Teil der Upgrades geschafft in dieser Folge. Ist ja das schon was wert. Ah, okay. Jetzt habe ich mir schon gedacht, was ist jetzt los? Jetzt bin ich eigentlich wieder mit den Dingen zurechtgekommen. Dann. Thank you.
Also wenn sie keinen Auflieger kauft, gell, oder einen Astern kauft, das kriegt sie immer das volle Geld zurück. Das, was ich für das Ding gezahlt habe, selbst wenn es ein Startding war, das, was ich für das Ding gezahlt habe, kriegt sie es den vollen Kaufpreis zurück. Ob der beschädigt ist oder nicht, müsste sein. Aber zum, wenn sie das Video seht, werden die Informationen wahrscheinlich auch schon zu eigentlich durchdrungen sein, aber ich wollte es gerade mal dazu sagen. So. Kran Rampenmarkt, genau, okay. Haben wir da bekannte Patronen nicht mehr. Mit denen mal was mitnehmen wir auch an. Okay. So. Frachtverwaltung, große Rohre an Frachtcontainer, den brauchen wir mal. Dann übergroße Container, da haben wir nur große Rohre, okay. Wir brauchen aber mittelgroße Rohre. Das heißt, wir müssen zum nächsten Punkt fahren und der nächste Punkt wäre da herinten beim Lager. Wir können jetzt zum Lager am besten um. Wir fahren jetzt da beim Lager, wir fahren jetzt da wieder bergauf, versuchen den Weg um. Riskant, aber dann weiß ich, ob es funktioniert mit den Aufliegern. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen, ob es der Part 1 oder der Part 2 ist. Geht's hier schon? Dann geht's eh schon rein ins Gemüse. Da hätte ich mir jetzt so die Britschen auch nicht mehr können, gell? Wie ich es gemeint habe, da unten ist alles, aber dem war nicht so. Jetzt unter okay. Ah, das ist ja gar kein Weg. Jetzt habe ich geschaut, ob ich bei der PlayStation die Grafik irgendwie verstehen kann. Und wenn ich da vielleicht das dann die Spiegel funktionierend. Das kann man nicht. Ich finde ja gut, wenn man so schaut, gell, den Container mit dem Logo vom Spielehersteller. Finde ich jetzt gut. Schauen wir mal, dass man da ein bisschen mit Schwung abreagiert. Bis jetzt hat ohne Seilwinden. Jetzt haben wir denkt schon, Sprache um blieb hängen, aber nein. Losgang.
Das ist dann also ein Gefühl und Gehörsache, wann dass ich welchen Gang rein tue. Wann braucht es, wann braucht es nicht? Aber ich habe sie gesehen. Wahrscheinlich habe ich mit der Auflieger ein bisschen vorne reingedruckt. Ich weiß nicht, wie sehr dass die Spielmechanik auf die, aufs Gewicht eingeht. Das ist etwas, was ich auch nicht weiß. Aber jetzt vom Gefühl her, da ist ein Euro drin, und mit Euro braucht er 16 bis zu 13, was fast bis zu 14 Liter in der Minuten braucht er. Jetzt sind wir an der Stelle vom versunkenen Fahrzeug. Also da vorne ist irgendwo das versunkene Fahrzeug, ein Upgrade ist da auch. Für mich ist das der Vorteil. Ich sehe jetzt den Weg und weiß mit welchem Fahrzeug, dass ich mich vorbereiten muss, dass ich da aufkomme. So. Das heißt, dadurch ziehe ich mich jetzt wahrscheinlich mit der Winde. Oder? Hoppa so auch. Na? Bin dann schon. Bin dann echt in die so die Winde, wie man schon denkt, dass ich da nicht rumkomme. So, dann machen wir da meinen anderen Windenpunkt. Was da? Also bald das da vorne wieder aufgeht, müsste man eigentlich rausziehen machen. So, Windenpunkt haben wir da hinten. Ah, der Anhänger hat noch keinen Windenpunkt. Okay. Der Auflieger hat gar keinen Windenpunkt zur Verfügung. Okay. Dann müssen wir so durchkämpfen. Und was mir auch schon aufgefallen ist, aushalten. Manchmal kriegt man einen Windenpunkt erst, wenn man ein paar Zentimeter weiter vorne ist. Und das heißt, manchmal muss man vor zurück, so wie wir es in den letzten Folgen gesagt haben. So, Windenpunkt anbringen. Da bin ich jetzt vorne mit dem Windenpunkt. Das war's. Da jetzt ein Windenpunkt. Dass ich mich da oben ziehe. Das heißt, ich rufe dann da auf. Schaut, dass ich in den Bereich von dem Baum da vorne komme. So, schauen wir mal. Komme ich da. Da komme ich noch nicht hin zu dem Baum. Das heißt, ich tue jetzt links, rechts. Gehen wir auf die Innenansicht, das ist jetzt links, rechts. Und schon haben wir den Windenpunkt.
Genauso kämpfe ich mir jetzt da durch die Wasserlok dann auch durch. Gemächlich, aber sicher. Gemächlich, aber sicher. Schauen wir mal, kann man den Bindenpunkt da hinten an? Kann man da hinten an? Das kann ich mich jetzt heute mal so blöd, wenn ich so drüben durchziehe. Vielleicht geht's ja da, dass man einen anderen Bindenpunkt da hinten können. Ja, schau her. Ein Abreißbindepunkt kriegen wir. Ein bisschen. So, und jetzt müssen wir den linken Punkt da herhinten kriegen. Kriegen wir nicht. Okay. Dann dann wir den linken Punkt da auch da setzen. Ah ja, gut. Hätte ja doch keiner. Dann haben wir hier den Windenpunkt und schon haben wir uns mit Mühe und Not durchs Wasser gekämpft. Und was ist? Euer Blut bleibt. Euer ruhig Blut. So, Windenpunkt. Ah, anderer. Jawohl, den ziehen wir uns da her. Oh, hätten wir mit der Pritschen, hätten wir da das auch nicht weitergebracht. Ich hab das mit der Breachen auch nicht viel gebracht. Anderer Windenpunkt. So, jetzt müssen wir da irgendwo auf der Seite da hinten das versunkene Fahrzeug sehen. So. Jetzt bin ich genau in der Gruppenminder, wo ich eigentlich nicht hin wollte, gell? Stehe genau mit der Aufliegung. Ich habe jetzt das Glück, dass der Auflieger keinen Windpunkt hat. Das kommt jetzt nur dazu. Das heißt jetzt, ich muss jetzt da schauen, was ich da irgendwie. Dass ich jetzt da irgendwie erschrägen davor. Dass der Auflieger mich selber nicht spart.
Gott nicht tun, wie zu den scheiß Winden kommt. Erst ist gerade möglich ist. So, mein Rückwärts kommen rein. Weil wenn ich nämlich da einen Windenpunkt setzen könnte beim Auflieger, aber den Crew ja nicht. Ich sitze jetzt genau da auf. Ja. Ich sitze jetzt genau da, wo ich aufsitze. Aber ich probiere jetzt was aus. Wahrscheinlich wird es die volle Katastrophe jetzt werden. Das heißt, da hat die Chance genutzt, das hat schon was genutzt, dass ich mich da aussiedeln will. Genau. So, jetzt hat's. Haben wir unseren Windenpunkt. Arme abhängen, Arme umhängen und schon läuft es wieder. So. Voilà. So, nächster Windenpunkt. Am weitesten nehmen wir. Dann können wir nämlich hier jetzt das Ding so weit aus dem Schlamm auszuziehen. Ich glaube, das war die schlimmste Passage, was eigentlich gibt. Jetzt werden wir noch bis zum Lager fahren und da werden wir die Folge beenden. Machen wir jetzt zwei Parts draus. Ja, aber nicht, das geht alles wunderschön mit einem Bart. Auch wird es jetzt nur mal interessant. Da haben wir uns den Lastenkorn rein. Fuhren wir. Jawohl. Ein bisschen mehr Grip kriegen. Da hängen wir uns da vorne an die Baum zu, dass uns der Container auch noch abhanden kommt, weil jetzt kommt nur mal, jetzt sind wir da irgendwo, jetzt sind wir da wahrscheinlich auch noch aufliegen, oder? Nein, zirchten sogar drüber, das ist schon mal gut, er zirchten schon mal drüber. Er zieht nur drüber, das passt ganz gut. Da haben wir eigentlich mal so weit die Passagen geschafft. Aber ich werde da nur einmal herfahren mit dem Auflieger, leer, um das mal Fahrzeug zu bergen. Weil ich will, oder ich probiere es mit einem Fahrzeug von mir aus. Ich möchte gerne wissen, wie das mit dem mit dem da aufgekriegt irgendwie. Außer ich habe Informationen für mich, dann
probiert, wie ich das gemacht habe. Das Bergen, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. So. Und ich sehe es locker. Dabei jetzt dann. Wenn wir uns jetzt die Folge beenden. Schauen wir mal, ob wir dort das Material kriegen, was wir brauchen, die mittelgroßen Probe. Weil ich glaube, das ist für ihn halb interessant, wo man das alles herkriegt. Mit dem Wissen von jetzt, was ich habe, würde ich das Let's Play ganz anders starten. Aber das ist immer so. Im Nachhinein ist man immer klüger und aber ich möchte den russischen Lastung nicht missen. Ich will ihn nicht missen. So, Frachtverwaltung. Mittelgroße Rohre, ja, siehst du das? Was zu wenig Platz? Oder ah, ich hab's ja schon. Okay, die mittelgroßen Rohre habe ich schon. Okay. Die mittelgroßen Rohre habe ich schon oben. Und der Bohrplatz ist jetzt wo? Der Bohrplatz ist jetzt da heroben. Das heißt, wir müssen jetzt. Wir fahren jetzt dann die nächste Folge die Straßen hoch. Kurz vom Fluss. Ah, man kann das am Fluss auch anbiegen. Nichts ist vor dem Fluss, biegen wir an. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Bohrplatz. Fink wird in zwei Tagen sein, für mich ist es gleich. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Spaßfreunde, lieben Spaßfreundinnen. Wann immer ihr auch dieses Video hier seht. Bleibt mir gewogen und vor allem meinen Spaß, Freunde. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.